Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Wir sind jetzt mit unserem Apostel in Kairo angekommen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich dort die Religion verbreite. Nach dieser Aktion wird diese Stadt zwei Bürger haben, die den Zarathustrismus folgen. Naja, schauen wir mal. Weltwunder. Du willst einen Krieg gegen den Wahnsinnigen. Du hast eine Reliquie. Reliquien kann ich nicht annehmen. Ich lehne ab, natürlich. Tut mir leid, aber Kriege will ich auf keinen Fall führen. Schon gar nicht gegen Wahnsinn oder irgendwas, zu dem ich noch gar nicht erst hinkomme. Ah, du hast doch einen Apostel gebaut, schon davor. So. Du Galeere, bleibst stehen. Heiliger Boden. Ah. Okay, weißt du was? Ab daher. So, ich überlege gerade diesen Dings, wenn wir da aber trotzdem wegtun. So. Armbrustschütze. Warte mal, bevor wir das wegtun. Schauen wir noch, was wir als nächstes spawnen. Irgendetwas, was wir mit dem weggetragenen. Ah ja, genau. Einen Ritter. Daher. Achso, warte mal, das hätte ich. Das war doof, das hätte ich dort machen können. Plus 7 Kampfstärke in Verteidigung im Fernangriff oder plus 10 Kampfstärke. Ah, das ist. So, ihr habt eine Quest für den Stadtstaat Zanzibar abgeschlossen. Und für Brüssel ebenfalls. Und jemand hat Kitchen Itza gebaut. Und in Wirklichkeit sollten die jetzt zwei haben, finde ich gut. Sowohl Zanzibar als auch Brüssel. Finde ich gut. So, machen wir weiter. Wir könnten natürlich schauen, dass wir da irgendwie unsere Religion herbringen. Der mag das ja. Offensichtlich. Wir hierher? Nein. Hier gibt es keinen Weg für uns hin.
So, na dann tragen wir das da mal auf. Damit das ein bisschen schneller wird. Okay, besser. Irgendwie baut keiner den Koloss, finde ich eh gut. Ich will eh nicht, dass sie mir den wegbauen. Achso, schwuppdiwupp ist noch dran. Ja, du machst einfach auf Bereitschaft mal. Oh. Du bist daher und hast irgendetwas entdeckt, aber ich habe keine Ahnung was. Na gut, soll sein. Amerika, was? Keine Ahnung, was Amerika gemacht hat. Was bedeutet dieses Ding, was da drüber fährt? Atemberaubend 4. Hm. Mhm. So, das würde ich jetzt auch ganz gern wissen, ob da der Urwald bleibt. Da bleibt auch der Urwald, oder? Das schaut schon so aus, oder? Ja, stimmt, da bleibt der Regenwald. Schau dir was an. Das ist anders als im früheren Dings. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal darüber. Wir werden diesen Wald da fällen wahrscheinlich. Damit diese Hagiosophie ein bisschen schneller wird. Runde. Vom Panzer irgendwas im November an Singa. Diese Barbaren waren für uns alle eine Plage. Danke für eure Hilfe. Okay, finde ich gut. Warum immer. Ah ja, wir haben Barbaren besiegt. Es gibt welche, die mögen es, wenn man Barbaren besiegt. Hm. Irgendwie bescheuert. So, du bleibst da stehen. So, Valletta hat auch einen Gesandten bekommen, also eigentlich zwei. Was fehlt uns dann noch?
Banda Brunei und Jerewan. Jerewan will eine religiöse Bekehrung und ihr hättet jetzt keinen großen Händler. Ich glaube noch irgendjemand, Jerusalem hätte auch gerne eine Bekehrung. Ah ja, warte mal, da müssen wir her. Ich bin doof, das habe ich total vergessen. Gut, da haben wir jemanden, da haben wir jemanden. Wir brauchen eine neue Stadt. All meine Städte haben eine Garnison. Ephesus nicht. Sparta, jetzt aber können wir ein Zentrum bauen, und zwar ein Industriezentrum hierher. Oder was könnte man da noch bauen? Statt dem Industriezentrum ein Handelszentrum haben wir schon. Was hätten wir noch? Ein Lager könnten wir hier bauen. Aber gerade da finde ich es jetzt nicht so interessant. Na, Industriegebiet ist nicht schlecht. Oh, was gab daher? Dadurch müsste unsere Akropolis auch wieder stärker werden. Warte mal. Ah, okay. Universität haben wir schon. Okay, irgendwo wurden mittelalterliche Mauern gebaut. Ist mir nicht relativ egal. Die Zeiten ändern sich und das Zeitalter der diplomatischen Delegationen ist vorbei. Okay. Es ist wichtig, dass wir Botschaften bei unseren Freunden und Verbündeten gründen. Okay. Ein Diplomat ist ein Mann, der sich den Geburtstag einer Dame merkt und ihr Alter vergisst. Das ist ein guter Spruch. Machiavellismus plus 50% Position für Spione. Okay, das machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Dauerhafte Botschaft können wir jetzt einrichten. Und ja, wir können jetzt Spione ausbilden. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wir lassen das mit dem Händler auf jeden Fall noch. Wir könnten das da weggeben. Und genau, wir geben die Defensivgebäude jetzt rein. Wenn ich sie sehe in meiner Verzweiflung. Marine. Defensive Gebäude. Okay. Ah, vielleicht sollten wir dort bleiben, damit er dann rüberfahren kann gleich. Das sollten wir mit dem auch machen.
Faust bitte auch gleich nach Island. So, was machen wir? Aufklärung können wir nicht, wir brauchen zuerst Humanismus. Baut zwei Karavellen. Humanismus kann man Museen bauen. Wir machen Humanismus. Und dort geht's weiter. Erkundung ist ein Dead End. So, Handwerker, wo bist du? Wir könnten da natürlich ein Dings herbauen. Eine Mine. Oder wir bauen da. Genau, wir bauen da eine Mine her. Nein. Na, das ist ja nicht, das nimmt da Akropolis, das ist ein Käse. Okay, Japan ist auch in der Renaissance, sind die schon in der Renaissance? Ich glaube fast. Wenn man der Bank 100 Dollar schuldet, hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. Das stimmt. Eigentlich hat nicht die Bank das Problem, sondern offensichtlich der Staat, wie wir seit den Bankenrettungen wissen. Plus zwei Gold durch Steinbruch. Finde ich gut. Groß-Simbabwe. Plus eine Handelswegkapazität. Eigenen Handelswege von dieser Stadt erhalten plus 2 Gold für jede Bonusressource innerhalb von 3 Geländefeldern. So, plus 5 Gold, plus 2 Punkte des Typs großer Händler. Und wir können eine Bank bauen. Das finde ich gut. Vielleicht kaufen wir uns die Bank gleich. Und den Ort, wo wir es können. Jo, du machst mal Bereitschaft. Du bist einfach da. So, Forschung. Bei Kartografie warten wir noch. Massenproduktion könnten wir natürlich machen. Machen wir Massenproduktion, das klingt gut. Ich kann nur vermuten, dass eure Widerwille zur Verbreitung eurer Religion im mangelnden Glauben liegt. Nein,
Liegt daran, dass wir keinen Weg zu euch finden. Ihr errichtet euer Reich, wie die aufgehende Sonne leuchtend und stark. Finde ich gut. Ihr besitzt vieles, das mir fehlt. Wollt ihr euer Erfolg versklavt sehen? Nein. Vielleicht wollen wir dem Japaner auch eine Freundschaft anbieten. So. So. Wenn ich das jetzt weg tue, kriege ich 101 Produktion dazu. Finde ich gut. Das hat der definitiv nötig gehabt. Sonst wird der ja nie fertig. Ich weiß eh nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt, dass der die Hagia Sophia baut. Weiter geht's. Ja, das ist ja schön von dir, dass du das kaufen willst, aber das muss ich ablehnen. Mal abgesehen davon, dass ich weder was von diesen Dingern verkaufe, noch einen Krieg starten möchte. Apropos Krieg starten und Dinge verkaufen. Wir haben gesagt, wir wollen... versuchen mit, aber da mal zuerst mit dir. Okay. Nein, du hast nichts, was ich brauchen kann. Vielleicht unten drei Pferde, vier Elfenbein. Irgendwas für dich. Das Ding, das. Nein, echt nicht. Was hältst du davon? Auch nicht. Ja, dann. Was soll ich sagen? Vergiss es. Ich sehe in euch den Frieden und die Gelassenheit eines Kriegers und schätze eure Freundschaft sehr. Na gut. So. Kriegst auch eine dauerhafte Botschaft. Du hast aber auch nichts, weil ich weiß, gell? Na, du hast nicht einmal Städte. Was sagst du von folgendem, zu folgendem Vorschlag? Du gibst mir Elfenbein, ich gebe dir das und das und das. Finde ich gut. Okay. So, du hier. Okay, du bist keine Botschaft. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Du gibst mir
Ja, nehmen wir Shakespeare, Romeo und Julia. Und ich gebe dir $300. Ah, 36 Gold für 30 Runden. Was hältst du von 35? Ist noch immer okay. 34. Nicht mehr okay. Sollen wir das machen? Wir zahlen 30 Runden 34 Gold. 35 Gold. Das sind, wie viel Geld ist das? 35 mal 30. 30 mal 30 sind 900. 1050. Oh Gott, das ist ziemlich viel. Ziemlich viel. Was hältst du davon, wenn ich dir 1050 anbiete? Das würdest du auch nehmen, gell? Das auch noch nehmen? Gut. Auch noch. Auch noch. Schauen. Da kommt es billiger. Das wäre nämlich jetzt 34 mal 30. Vielleicht, wenn man es ihm gleich gibt, ist das mehr wert für ihn. Das würdest du auch noch annehmen. Na, dann ist das ja viel besser als das andere. Das mit 820 auch noch. Auch noch. Finde ich gut. Ist bei weitem sparsamer. Okay, was mit 670? Was zu machen? Gut. Was hältst du von 680? Finde ich ausgezeichnet und auch immer Geld gespart. So, achso, na warte mal, bei dir wollten wir auch noch eine Botschaft errichten. Wir freuen uns, euch dem Bau einer Botschaft in unserer Hauptstadt zu erlauben. Auf Wiedersehen. Gut. Na bitte, die mögen uns ja sehr zurzeit. Irgendwas für mich eigentlich nicht, nein. Also wirklich nichts. Na gut. Vergiss es. Es erkundet, versucht die Karte zu erkunden und maximal einen geringen Anteil der Karte erkundet haben. Tja. Okay. Herrschaften an dieser Stelle. Machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bald wieder. Bis dann.